Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Letztens ging es bei Weiler und den Schulpausenhof. Jetzt gibt es so Kinderspielplätze. Okay, das ist echt nicht das Gleiche. Ich wollte es so darstellen, als wäre das ähnliche Sachen, aber ist eigentlich nicht. Aber es ist auch irgendwie eine Art Spielplatz, wo man spielt. Keine Ahnung, ja. Na gut, hier ist Madeira. Was? Theo ist Madeira, was? Leute, während ihr dieses Video seht, bin ich hoffentlich gut auf Madeira angekommen, okay. Um mir so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Aber natürlich auch, um mit ein paar YouTube-Kollegen so ein paar Videos zu drehen. Also mal schauen, vielleicht kommen dann so Ende August ein paar nice Videos auf euch zu. Ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram folgen. Alter, Theo und Vic wäre eine krasse Kombi, glaube ich. Gab's das schon mal? Nee, oder? Meistens, wenn man in Urlaub ist, ist man ja da so ein bisschen aktiver. Weil hier in Deutschland gibt's halt nicht so viele Sachen, die man, ja, posten könnte. Ja. Hallo, meine Lieben. Ey, das ist doch scheiße. So, jetzt kommen wir aber zu diesem Spezialvideo. Es gibt sogar manche, die extra ihren Urlaubsziel so planen, dass sie genau dort auch gute Bilder machen können. So, die suchen ihren Ort aus, wo sie am besten Bilder machen können. Krass. Video und wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es heute um sehr gefährliche Spielplätze, aber auch Wasserrutschen. Denn bei meiner Recherche habe ich ein paar gefunden, wo ich mir nur dachte, Alter Schwede, was ist was? Das? Als ob es sowas wirklich gibt, das kannst du auch keinem erzählen. Und, was ist das denn? Wie kommst du denn da wieder raus? Steckst du irgendwo fest oder was? Du sitzt in der Kurve, musst warten, bis das Ding weitertreten und dann runterrutschen kannst oder was? Hä, was wäre schon nice. Ich hab nie sowas gesehen, hä, lol. Ist nicht auf manchen Stellen dann so trocken, dass da kein Wasser fließt? Oder wird hier über dieses Pumpensystem Wasser reingepumpt überall? Kannst du jetzt irgendwann so kurz über eine Stelle rutschst, wo kein Wasser ist und dann reißt du den Arsch auf, so im wahrsten Sinne des Wortes. Erzählen! Und vor allem, Alter, wer diese Rutsche gebaut hat, der hat sie nicht mehr alle. Yo! Ja! Doch an der Stelle muss ich ein bisschen ausholen, wie es eigentlich zu diesem Video hier gekommen ist. Denn zu gefährlichen Spielplätzen oder Wasserrutschen gibt es ja schon ultra viele Videos hier auf YouTube. Gefühlt jeder hat auf das gleiche Video reagiert hier. Kaio, El Marco und Marki. Ich finde, für mich sind El Marco und Marki irgendwie die gleichen, weil die beiden immer so diese Reaktionsvideos machen und dasselbe so reagieren. Den Kaio kenne ich jetzt gar nicht. Also da sitzt oder steht einfach jemand vom Monitor und dann wird Bild für Bild eingeblendet und man debattiert dann so 15 bis 30 Sekunden über jedes Bild. Da habe ich mir gedacht, warum fasse ich nicht einfach mal alle Videos zusammen, ergänze am besten noch alles Mögliche, was ich so finden kann und mache daraus einfach ein Video in meinem Stil. Also nicht, dass der andere Videostil irgendwie jetzt total schlecht wäre oder so, also es ist wirklich reine Geschmackssache. Ich bin halt so ein bisschen der ungeduldigere Typ, ich will, dass das wirklich ein bisschen zack, zack geht hier. Oh cool. So, würde ich sagen, legen wir jetzt los. Viel Spaß mit den gefährlichsten Wasserrutschen und Spielplätzen der Welt. Los geht's. So, ich würde sagen, wir fangen mal ganz ruhig an, und zwar mit dieser Rutsche. Das Los geht's fehlt. Los geht's. Hier, wo man sich echt fragen muss, warum zum Geier muss die da stehen und nicht einfach weiter hinten oder so. Ich meine, direkt auf die Straße hinaus, warum macht man sowas? Obwohl das nicht die einzige Rutsche ist, wo der Ort einfach super ungewöhnlich ist. Es gibt auch so ein ähnliches Beispiel noch mit Ja, das ist ja geil. Die wurde noch theoretisch dahingestellt, oder? Weil, aber das wäre schon, hat wir auch das Coole, du kannst dich von der Wand abstoßen und so. Das hat auch bestimmt auch, macht auch bestimmt auch Bock, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist halt nur wegen der Baustelle hier jetzt, so, weil die es ja aufgemacht haben. Das ist ja klar, dass das keine wirkliche Rutsche ist jetzt hier. Für Männer bestimmt besonders geil, wenn sie jetzt mal mit den Bein zwischen die Stange landen, nice. Es gibt auch so ein ähnliches Beispiel noch mit Schaukeln oder auch anderen Geräten, wo man sich fragt, so, wer hat das aufgebaut, ist doch voll die dumme Idee. Ich meine, dieser Scheiß ist sowas von unsinnig, wie soll man damit spielen, ich versteh's nicht. Aber kommen wir mal zu einem YouTube-Video, was ich gefunden habe, wo man einen sehr speziellen Spielplatz sehen kann, der in Russland steht, wo soll es auch anders sein. Und ja, man kann sagen, die meisten Geräte dort sind einfach, ja, schon sehr alt mittlerweile, aber trotzdem verstehe ich halt eben nicht genau, was es daran Spaß machen soll, sowas. Boah, da kannst du irgendwas zerquetschen da drin, aber das ist doch auch cool. Ist doch auch cool irgendwie. Das zu benutzen. Mal im Ernst, für mich sieht das eher nach einem Folterinstrument aus. Alter, mein Spielplatz ist fertig. Sieht aber aus nach mega viel Spaß. Hä, lol. Das sieht doch nicht. Ein bisschen sieht es aus wie dieses von Leonardo da Vinci, dieses, wo der nackte Mann da so drauf gemalt ist. Aber es sieht auch nach Spaß aus. Alter, mein Spielplatz ist fertig. Willst du ihn mal auschecken? Hm? Ja, ja, klar. Alter, ist das eine eiserne Jungfrau? Nein. Das ist anstrengend, das ist anstrengend. So, als nächstes kommen wir zu einer echt abgefahrenen Rutsche in den Bahamas. Diese sieht erstmal ganz gewöhnlich aus und geht auch ganz normal erstmal los. Doch dann landet man in einem gläsernen Unterwassertunnel, durch den man ganz langsam durchrutscht. Also, ich sag's mal so, wer Klaustrophobie hat, also Platzangst, der braucht das nicht rutschen. Allein die Vorstellung, wenn es doch irgendwo Wasser eindringt, dass man dann da unten ertrinkt, cool. Ist total gruselig einfach nur. Ach so, und habe ich schon erwähnt, dass... Haie, ja, wie geil! Das feier ich so, hä? Das ist voll geil. Hä? Das will ich auch haben. Auch noch Haie mit frei rumschwimmen. Ja, macht bestimmt mega Spaß, ne? Nice. Cool. Okay, aber wen wollt ihr? Ey Leute, eins im Chat, wenn ihr sowas auch feiern würdet, oder? Das ist doch auch cool. Also da reinrutschen, dann erstmal ein bisschen Haie, das ist doch mega nice. So wie bei Minecraft, wenn du unter Wasser
Gänge-Boss mit dem Minecart so durch unter Wasser. Ist doch genauso geil. Also wirklich. Verarschen, diese Rutsche ist ja safe Photoshop. Ich meine, ja, als ob es sie wirklich gibt. Wäre aber auch eine sehr interessante Idee, sein Kind mal schnell loszuwerden. Worauf ich aber schon mal Bock hätte, wäre diese Rutsche hier, wo man buchstäblich das Fliegen lernt. Ja gut, davon gibt's ja ein paar. Davon gibt's ja ein paar, paar Memes auch. Stehen da eigentlich hier? Frei? Nee. Filmfrei habe ich es gelesen. Das stimmt nicht. Da steht immer zwei R's hier. Rei. Fanfrei. Nee. Hey, ist auch da müsst ihr halt schon aufpassen, wie man im Wasser aufkommt, weil so ein ordentlicher Rückenplatscher kann schon sehr wehtun bei so einer Höhe. Aber sonst macht die bestimmt viel mehr Spaß als diese super hohen Rutschen, einfach nur, wo man mega Speed drauf bekommt und am Ende einfach ausfadet. Als nächstes haben wir dieses Karussell, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich mal wehtut. Ja, das kenne ich auch noch. Das war bei uns auch mal dabei. In irgendeinem Spielplatz. Also das kenne ich auch noch. Das hatten wir auch mal. Ja. Also ich frage mich echt, warum man sowas baut, vor allem das ist ja scheinbar irgendwie ein Pausenhof oder so. Ja, da kann man gleich nebendran noch so eine Tafel aufstellen und immer einen Strich machen, wenn sich jemand einen Arm bricht oder so. Ach ja, und by the way, die Wasserrutsche am Anfang, ich glaube, die sieht von außen nur so mega krass aus. Die ist von innen nicht unbedingt langweilig, aber ich glaube, für diesem Rotationsding bekommt man gar nicht so viel mit, wenn man drin rutscht. Ach so, okay. So Leute, bei folgenden Geräten habe ich jetzt eine Aufgabe für euch. Ich blende jetzt einen Haufen Bilder ein und ihr müsst versuchen, das Ganze mit so richtig kindlichen, unschuldigen Augen zu sehen. Also nicht irgendwie versaut denken, bitte. Und zählt gerne mal mit, bei wie vielen Bildern ihr es schafft, nicht irgendwie was, ich sag jetzt mal, ja, Spezielles zu sehen. Also ich bin echt gespannt, was für eine Quote ihr da hinbekommt. Direkt verkackt, okay? Kriege ich auch ein bisschen Schmerzen von, wo ich das so sehe. Irgendwie, weiß nicht warum, aber tut irgendwas weh. Einfach Human Centipede in echt. Wer macht denn solche Sachen? Ist ja komplett weird. Da hat der Typ auch sich gedacht, der Macher ist ja geisteskrank. Das ist ja auch arschgeil. Sie wollten wahrscheinlich so Mannequin Piss nachmachen und da so einen Bogen draus bauen, aber ist doch auch verstörend irgendwie. Kommst du ja nachts, wenn du nachts da durch den Park läufst, kriegst du mal Albträume, wenn du zum ersten Mal da bist. Am besten noch so kleine Glühbirnen in die Augen reinpflanzen, reinbauen und dann leuchten die so nachts. Ja, Alter! Hey, was ist denn? Ey, was ist denn das? Ja, ist wahrscheinlich so ein Pizzeria-Ding, so ein Auflassbar, wo Kinder rumlaufen können. Das ist wahrscheinlich der Auf- und Zulauf von der Luft und so. Sieht trotzdem weird aus. Rotes Licht, ja, rotes Licht. Jo! Alter, auch wie die Banane hier so geformt ist. Wo waren die Banane? Hier, das Ende sieht auch richtig wild aus. Oh mein Gott. Eier! Kundelingus, wie es aussieht. Also, ich habe null. Als was lernen wir, obwohl Spielplätze früher schon richtig rillt waren. Boah, das ist nice. Und wir hatten mal, in unserer Grundschule hatten wir einen Spielplatz. Da konntest du auch so 2 Meter hoch, für ein kleines Kind, was war ziemlich hoch, auch so wie hier rumklettern sowas. Aber das hier ist ja richtig hoch. Das sind ja 5 Meter oder was sind das? Könnten hinkommen. 5 Meter können hinkommen. 4 Meter, 5 Meter. Das ist auch mega brutal. Ich hätte so Bock aber auf sowas. Auch so hohe Schaukeln. Jetzt also, wieso gibt es eigentlich keine Erwachsenen-Spielplätze? Wieso kriegen eigentlich nur Kinderspielplätze? Hallo. Und wer sagt, dass Erwachsene nicht auf Spielplätze dürfen? Ich war letztens bei Freunden auf dem Spielplatz. Und ich war nicht auf deren Spielplatz, genau. Wir sind zum Bahnhof gelaufen. Da gab es in dem Boden gab es so. Das war der krasseste Spielplatz überhaupt. Und ich glaube, der war auch für Erwachsene. Irgendwie kam es mir jedenfalls zuvor, weil im Boden waren so Trampoline drin. Im Boden integriert. Das war so cool. Meine Freundin ist dann weitergelaufen. Ich bin ein kleines Kind draufgerannt. Ist mir so, hui. Das ist nice. Ich weiß jetzt, dass Schaukeln immer so niedrig sind. Ja, eben. Auf den Gleisen, genau. Nee, es war neben dem Bahnhof. Aber wie gesagt, ich finde, es sollte Spielplätze für Kinder geben, so dass sie nicht verletzen. Aber auch ein Spielplatz für Erwachsene, wo du halt richtig krasse Sachen hast, wo du als Erwachsener nicht austoben kannst, wo du halt vor so unterschreiben musst, ja, ich bin dem bewusst, dass ich mich verletzen kann und so. Dass du dann auch dahin kannst. Weil rechtlich, glaube ich, ein bisschen schwierig alles, ja.
Bahn. Gibt es hier und da heute immer noch welche, auf denen man lieber nicht spielen sollte? Ich habe mir als Kind zum Glück nie wirklich wehgetan bei Spielplätzen, außer beim Trampolinspringen bin ich manchmal so ein bisschen blöd aufgekommen. Wie ist da bei dir? Hast du dir schon mal wehgetan? Schreib mir gerne mal in die Kommentare, also am besten auch mit Geschichte, wie es dazu kam. An der Stelle kannst du auch gerne ein Like. Ich habe immer so die Fähigkeit, dass ich mich extrem so fallen lasse, wie so ein Klappstuhl so. Und dann passiert mir nichts, weil meine Muskeln angespannt sind, nichts gezerrt werden kann. Höchstens mal vielleicht mal das Knie aufgeschorfen oder so, aber es war eher beim Fangen und nicht beim Klettern auf dem Klettergerüst oder so. Ein Abo und eine Glocke dalassen. Natürlich wünsche ich dir wie immer noch viel Spaß hier auf YouTube. Bleib gesund, behalte deinen geilen Humor und vergesst niemals, falls ihr euch nicht merken könnt, wo jetzt Norden, Süden, Osten oder was auch immer ist, merkt euch einfach folgende Eselsbrücke. Nie waschen, Seife ohne. Was? Ist ja falsch, das Ding hier. Das ist falsch. Hallo. Und das ist aber falsch. Das ist aber falsch. Und jetzt überlegt so, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich auf Spielplätzen das Ding falsch verbaut habe, wie geil. Hier muss E hin, da muss W hin, weil E steht für East, für Osten. Aber Osten ist hier, niemals ohne Seife waschen. Och Mann. Für ohne. Euer Zio. Okidoki. Ich hab das nicht gecheckt, och Mann, ey. Ah. Aber nice Video. Auch was anderes von Zio, auch mal eine coole Idee. Auf jeden Fall. Boah, ich bin ein 18. Liker. Wahrscheinlich nicht mehr gewesen jetzt, aber. Der dritte Aufruf bin ich, Leute, der zweite. Crank, Alter. Ja, nice Ding. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.